Ja, liebe Genossen und Genossen, zunächst muss ich mich einmal entschuldigen, dass ich heute Morgen zu spät war. Ich bin gesundheitlich angeschlagen, war jetzt am Abend erst um eins zu Hause. Und ich kannte das bislang immer so, dass wir eine Stunde mit Formalien beschäftigt sind. Und ich dachte, wenn ich mir eine Stunde mit IWT gönne, und die komme ich rechtzeitig zum Leitantrag. Und ich merke, wenn wir regieren werden, wir stringenter als es ankam, waren wir schon mitten im Leitantrag. Ja, zum Bericht aus dem Senat. Ich versuche es mal, weil Claudia auch hier ist, mich versuchen auf das Ressort und auf ein paar allgemeine Sachen zu beschränken. Wir haben jetzt fast 100 Tage um. Es ist völlig klar, dass die Situation im Gesamtsenat dadurch geprägt ist, dass wir einen sehr engen finanziellen Spielraum hatten. Das hatten wir ja hier auch auf allen Parteitagen, Sonderparteitagen, zur Aufnahme von Sondierung, Koalitionsverhandlungen und zur Aufnahme des Koalitionsvertrags auch ganz offen kommuniziert. Es ist auch völlig klar, dass in der Zwischenzeit noch ein paar andere finanzielle Belastungen auf den Haushalt in Kommunen zukommen, unter dem Stichwort strukturelle Hilfen für Geno und die strukturelle Hilfe für den Flughafen. Das ist aber nicht das Einzige, und es ist auch völlig klar, dass die Konjunktur ihre ersten Schatten vorauswirft, und das wird uns jetzt nicht nur in der Frage natürlich beschäftigen, dass wir Gewerbesteuereinnahmen bei der Kommunen wegbrechen, sondern natürlich auch, dass wir die ersten Rückmeldungen haben von Einstellungsstopps in Firmen und Unternehmen, dass wir von Entscheidungen betroffen sind als exportorientiertes Bundesland, auf die wir wenig Einfluss haben, Stichwort Handelseinschränkungen, Restriktionen durch die USA, Handelskrieg zwischen USA und China, wie ihr alle mitgekriegt habt, haben die Stahlwerke jetzt Kurzarbeit angemeldet. Das sind keine landespolitischen oder irgendwie auch keine Entscheidungen, die das Stahlwerk zu verantworten hat, sondern eine unmittelbare Folge der Umlenkung von CO2-schädlichen produzierten Billigstahl aus China, Russland und der Türkei in die EU. Das heißt, wir gucken jetzt bei allem natürlich immer genau dahin, irgendwie, was können wir finanzieren und wie. Eine gute Nachricht ist allerdings die, dass wir für einen ganz großen Brocken, nämlich die der Frage der Finanzierung des Schulbaus, eine Lösung gefunden haben. Aber natürlich ist das, was uns große Sorge macht, der konsumtive Haushalt und nicht der investive. Das prägt natürlich die Diskussion und Auseinandersetzung im Senat. So viel vorweg, das wird euch aber auch nicht verwundern, weil vor diesem Risiko haben wir ja auch gestanden, als wir gesagt haben, wir gehen in die Koalition. Ich gehe jetzt mal, weil ich nur 4 Minuten habe, nur 2 Minuten schnell auf das ein, was wir versucht haben, in dem Ressort umzusetzen oder in Umsetzung zu bringen. Wir haben uns, oder andersrum, ich habe mich sehr schnell mit meinen Mitarbeiterinnen, Abteilungsleitungen und Stab hingesetzt. Wir haben den Koalitionsvertrag uns vorgenommen und haben ein paar Sachen in die Wege geleitet. Wir haben auch schon ein paar Beschlüsse, zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf die Frage, die Wirtschaftsseite angeht, haben wir das Stadthaus irgendwie auf einen neuen Weg gebracht, weil wir ja genau gesagt haben, wir wollen, dass wir auch gezielter Frauen und Migrantinnen ansprechen. Da gab es auch schon eine Beschlussfassung in der Deputation. Wir haben die Frage Gewerbeflächenentwicklung in einem großen Beteiligungsprozess jetzt aufgesetzt. Da hatten wir Dienstag die Auftaktveranstaltung, die sehr gut besucht war. Und was mir überhaupt nicht bewusst war, ich habe von vielen Unternehmern, die auch da waren, aber auch von vielen Hochschulvertretern gehört, das ist ein absolutes Neuland. Das hat es noch nie in Bremen gegeben, dass man diejenigen, die es betrifft, an so einem Verfahren beteiligt. Da haben wir sehr gute Rückmeldungen bekommen. Wir haben ferner das erste Auftakttreffen für die gehabt vor 2 Wochen. Das war auch sehr konstruktiv, und wir haben gemäß der Koalitionsvereinbarung 3 Wege beschlossen. Eine ist, das Ressort wird eine Prüfung vornehmen, was die juristische und praktische Umsetzbarkeit eines Ausbildungsfonds angeht. Ferner gibt es aber eine konkrete Arbeitsgruppe, an denen die Sozialpartner, die Kammern, die 3 großen und die beiden beteiligten Ressorts und die Agentur für Arbeit sich beteiligen, die tatsächlich irgendwie bis zum avisierten Zeitraum im August 2021/22 konkrete Lösungen finden wollen, um dieses Matching- und Passing-Problem, sprich irgendwie kleine Handwerksbetriebe, ich nehme sie zu bilden. Gleichzeitig haben viele Jugendliche, von denen auch mittlerweile die Bildungssenatorin sagt, sie sind nicht in dem Sinne ausbildungsreif, dass sie irgendwie in einer
regelhaften Ausbildungszeit durch die Prüfung kommen, zusammenzubringen mit der Agentur für Arbeit, dass wir die Unterstützungsmaßnahmen drumherum bringen. Es gibt noch ein paar andere. Möchte ich euch gerne erzählen, weil über die war ich sehr froh. Bremen hat als Bundesland immer zu wenig kritische Masse, insbesondere irgendwie haben aber auch die norddeutschen Bundesländer oft zu wenig kritische Masse, sie sind entweder zu ländlich, zu klein oder zu arm. Wir hatten vor 2 Tagen irgendwie die Küstenwirtschaftsverkehrsministerkonferenz und wir haben eine sehr gut abgestimmte länderübergreifende Wasserstoffstrategie beschlossen, die auch viel, viel weiter geht als das, was im Moment die Bundesregierung macht. Und es ist für mich zum ersten Mal, und zwar unabhängig davon, ob ich Abgeordnete Senatorin, das erste Mal, seitdem ich denken kann, dass die norddeutschen Bundesländer mal nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander, und zwar in einer zentralen Zukunftsfrage, die CO2-neutrale Produktion, aber auch CO2-neutrale Mobilität angeht. Das fand ich für mich was ganz Neues, und ich glaube, wir haben dann auch beschlossen, weil wir nächstes Jahr den Vorsitz haben, dass wir das bei der Innovation und Hightech-Strategie genauso handhaben werden. Wenn wir uns bei den und New Work, also Arbeit, aber auch gesellschaftliche Entwicklung, die wir vor uns haben, das tatsächlich schaffen, da die Norddeutschen mal etwas näher zusammenzubringen, glaube ich, können wir uns auch erfolgreicher aufstellen, weil eins ist auch klar, irgendwie egal, wie sehr sich Baden-Württemberg und Bayern sonst behaken, wenn es um Subventionen oder Quersubventionen geht, dann sind sie immer ganz eng. Das hat in Norddeutschland keine Tradition. Das einführen können, dann wäre das auch fürs Bundesland Bremen hilfreich. Ich kann noch eine ganze Menge mehr sagen, aber ich weiß, meine Zeit ist um. Insofern, wir arbeiten. Auch gerne.